Läuft ganz gut, aber ist noch lange nicht in trockenen Tüchern. Apropos trocken, trocken und Tücher, schaut mal ins Wetter. Das spielt ja auch eine Rolle hier bei Panzer Corps 2. Hier oben sehen wir, das Wetter ist bewölkt. Das sorgt dafür, es gibt keine Boni und keine Mali beim Kampf auf trockenem Boden. Boden ist trocken, weil es hier nicht so lange geregnet hat. Das Wetter ist bewölkt. Sichtradius von Bodeneinheiten ist nicht beeinträchtigt, aber der Sichtradius von Flugzeugen ist halbiert und auch ihre Angriffsgenauigkeit. Gilt allerdings auch für Luftabwehreinheiten, die Luftziele angreifen. Und der Boden bei bewölktem Himmel verdunstet Feuchtigkeit recht langsam. Das heißt, wenn der Boden vorher nass war, dauert es länger, bis er trocken wird. Wie komplett die das machen? Das ist ja unfassbar, oder? Danke für die sehr freundlichen Worte von einem Planet Coaster, der schreibt, wir kämen ja ganz gut mit dem Prestige zurecht. Das gefällt ihm, er zockt selber auch. Aber wie komplex die das gestalten haben. Das ist ja echt, echt beachtlich. Da hatte ich nur so halb immer hingeguckt. Danach wird es klar. Also wir haben ja die totale Luftüberlegenheit. Insofern, klares Wetter ist echt zauberhaft. Das ist, wir können auch besser sehen und so weiter und so fort. Also, das ist schön. So, der Feind hat beim letzten Rundenwechsel überhaupt nicht gezogen. 0, niente. Wir können hier unten überlegen, ob wir hier endlich mal reinkommen. Die haben hier 12 Trefferpunkte, Verschanzung nur noch 6. Ja, und wir können den Feind erheblich schwächen und das machen wir auch. Wir haben 9 Trefferpunkte, die haben 7. Das läuft doch ganz gut. So, und dann könnten wir mit ein bisschen Glück die Einheit jetzt endgültig killen. Ja, die hat nur einen Trefferpunkt. Das reicht mit einem einfachen Jäger. Da brauchen wir nichts Besseres für. Einheitenliste. Mal schauen, wo unsere Jäger sind. Das ist der Jäger, der am weitesten hinten ist. Der ist hier platziert und der hat auch keine Erfahrung, ist also relativ schwach. Der zieht hier einfach rüber und dann ist die futsch, die Einheit hier. Eine Einheit weg, ein Verteidiger. So. Dann müssen wir hier aber ein bisschen Aufklärung betreiben. Das ist der untere taktische Bomber in der Mitte der Karte. Das ist der, ich orientiere mich auch viel an der Minimap übrigens. Das ist der, der weiter oben steht. Und mit ihm sollten wir eigentlich hier oben gut... Ja, hier können wir viel aufdecken. Das ist echt cool. Da können wir richtig viel aufdecken. 4 Felder aus weit kann der ziehen. Hierhin. Und wir sehen fast alles. Ich bin total begeistert. Hierhin gezogen. 4 Felder aus weit. Das ist, glaube ich, noch besser, ne? Ist eigentlich egal. Nein! In den Flugplatz können wir so reinziehen sogar. Das ist eine Infanterieeinheit, die natürlich megamäßig verschanzt ist. Da sollten wir gleich... Der strategische Bomber kommt nicht bis dahin, der ist zu weit unten. Aber einer unserer taktischen Bomber, der kommt auch so weit. Der hier, den könnten wir hier reinschicken. Aber ob das so viel bringt, wir gucken erstmal, dass wir den Flugplatz hier einnehmen. Das sollte eine Pionierseinheit machen. Ja, das sind zwar in Anführungszeichen nur Brückenpioniere, aber die können vorziehen, einnehmen. Das ist schon mal ganz gut. Wir können das auch mit einem Panzer natürlich machen. Der kann dann zwar nicht angreifen, aber dem passiert auch kein Arg, wenn er vorzieht. Die könnten sogar von hier aus noch angreifen danach. Nee, aber angreifen nicht, aber sie würden aussteigen. Wir nutzen erstmal unsere Artillerie, um die unter Druck zu setzen. Das ist ein Wurfrahmen und das ist ein Wurfrahmen. Jetzt hätte ich es doch ganz gerne gewusst mit dem zweiten Aufklärer noch, was im Norden ist. Dass wir uns noch mehr, dass wir noch weiter in die noch offensiver denken und gucken, ob wir mit dem bis hier oben hinfliegen können und das geht. Das heißt, was ist das für eine Einheit? Kann die auf Flugzeuge schießen hier? Feuerreichweite 2. Angriff auf Luftziele, ja. Oh lala. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das heißt, wir ziehen mit unserem Aufklärer. Nicht hierhin, nicht hierhin, nicht hierhin, aber hierhin können wir ziehen zum Beispiel. Oder wir können hierhin ziehen.
drei Felder aus weit gucken, hier hin. So können wir das machen. Der kann eins vorziehen, dann auf uns feuern. So. Oder auf die Straße. Das können wir machen. Lass uns das mal machen. Ach, wie spannend. Ja, das ist aber sehr interessant. Kaum Einheiten. Hier vormarschieren, optimal. Das ist eine Artillerieeinheit, das ist ein Infanterist. Alles gut. Alles gut. Also, schnell hier oben rein. Wir ziehen mit den Wurframen, können wir jetzt vor. Ich habe auch deshalb geguckt, damit ich wissen wollte, wie weit wir mit der Artillerie vorziehen können, ohne dass wir eventuell von dort oben angegriffen werden können. Die hintere Artillerie ist die hier. Zwei Felder aus weit kann man feuern. Die kann also zum Beispiel hier hinziehen. Dann von hier aus einmal feuern. Wow. 6 Unterdrückung. Das heißt, es kann sein, dass wir gleich in die Stadt in einem Rutsch reinkommen. Zweiter Wurfrahmen. Pardon, der zweite Wurfrahmen steht hier. Den stellen wir. Hier ist die Straße, nicht so weit von der Straße weg. Den stellen wir mal hier hin. Nochmal feuerfrei. Nochmal 3 Unterdrückungen. Nur noch 9, genau, das ist der Wert, der abgezogen wird vom Gegenangriff. 15 Stärkepunkte. Es kann sein, dass ein einziger Angriff mit einem Panzer, dass wir mit einem Panzer die sogar vertrieben kriegen aus der Stadt, obwohl wir mehr Schaden als der Feind bekommen. Aber es ist riskant. Mit den Brückenpanzern können wir nicht mehr angreifen. Die Pioniere stehen zu weit hinten. Die können zwar da reinziehen, aber die können nicht mehr angreifen. Da jetzt eine Runde später oder beziehen wir mit den Brückenpionieren herein, können wir auch nächste Runde machen. Dann ziehen wir einmal die Panzer hier hin. Jetzt will ich es doch wissen. Ein bisschen, vielleicht klappt es ja. Ich glaube nicht, dass es klappt, man weiß es aber nicht. Also es kann sein. Wenn die einen Punkt verlieren, dann haben die noch 10. Ich habe das nicht genau durchgerechnet. Ich weiß, aber es war zu riskant, oder? Es könnte passieren. Zweier Schaden. Das hat nicht gereicht, um die rauszujagen, aber jetzt, die können nicht mehr angreifen. Ist natürlich sehr offensiv gedacht von uns, ne? Da müssen wir alle einnehmen gleich. Brauchen wir all die Panzer hier? Im Augenblick sind es nur 2. 2 Artillerie und 1 Panzer. Wir sollten schon noch einen mitziehen. Mal welchen der beiden? Den oder den? Das ist der stärkere. Nee, beide sind gleich stark. Beide haben gleich viel Erfahrung. Sind beinahe identisch. Ich kann noch mit einem Bomber drauf. Ich glaube, da ist ein Flugzeug, oder? Ist da kein Flugzeug? Ach Mist, ich hätte den Bomber zuerst. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Das wäre ärgerlich. Das ist doof, weil es kann sein, dass das, wenn ich das vorher gemacht hätte, dass wir dann hier mit dem Panzer reingekommen wären. Ich kann es jetzt aber nicht mehr ändern. Also ich kann es erinnern, ich könnte all das zurückklicken, aber das wäre ein bisschen sehr peinlich. Selbst für meine Verhältnisse mit Undo-Funktion nutzen, lieber Marcel, obwohl nett lieb, dass du mir das gerade vorschlagst, wird, selbst für meine Verhältnisse wird das meinen Peinlichkeitslevel knapp übersteigen. Ich bin ja, ja. Wir schauen dann einfach alle mal kurz weg. Nee, das machen wir nicht. Und eine Einheit lassen wir hier stehen. Einen Panzer. Und das hier sind unsere Pioniere. Die brauchen wir gleich zum Angriff hier. Also mit 2 Pioniereinheiten angreifen wäre nicht dumm.
Aber wenn, dann greifen wir von oben aus an, über die Straße. Dann ziehen wir erstmal in die Stadt rein. Wir sollten versuchen, den Bunkerplatz zu machen, sonst kommen wir hier nicht gescheit rein. Das wäre schon ganz gut, wenn wir das machen würden. Hier einen taktischen Bomber. Nutzen wir den hier. Fliegen hier rüber. Ah, das dauert aber lange. Das dauert sehr lange. Ob das Sinn macht. Dann lieber hier weiter. Oh, hier haben wir gar keine Aufklärung. Ja, und wir, die haben noch den strategischen Bomber. Nutzt da aber auch nicht so viel. Kann der da angreifen? Nee. Wie gut ist der gegen Bomber, gegen Bunker? Vernichtet Treibstoff und Munition. Bricht Verschanzungspunkte. Hat ein Bunker Verschanzungspunkte? Keine. Wäre irgendwie unlogisch, ne? Wir ziehen einfach schon mal hoch. Ah, da oben kommen wir nicht mehr hin. Weil das, nee, da kommen wir nicht hin, weil das ein zu kleiner Flugplatz ist. Dann bleiben wir, wo wir sind. Hier noch einen taktischen. Ja, da würden wir aber hiervon beschossen werden, ne? Aber wir können nur Unterdrückungsschaden und würden aber Angriffsschaden einstellen, oder? Wie wäre das denn hier? Das können wir machen. Wir würden Unterdrückungsschaden erhalten, würden den Feind aber real angreifen. Dann lass uns das doch machen. Er macht Flugabwehr, aber unser Unterdrückungsschaden ist nächste Runde futsch. Und die Verluste hier? Die sind nicht da. Das hat überhaupt nichts gebracht. Ja, das ist natürlich dann doof. Dann haben wir noch die Jagdflugzeuge. Da kommen wir im Augenblick auch nicht viel Kamellen. Klicke ich mal auf Elite Replacement. Wir könnten noch einen nach oben verlegen, aber ich frage mich, ob das wirklich Sinn macht. Wie viele haben wir denn? Ach, hier hin verlegen. Ja, das würde Sinn machen. Das können wir machen. Wir könnten sogar noch einen nach hier oben verlegen. Und die normale Reichweite, wie weit ist die? Das ist eigentlich weit genug. Hier oben kommen wir überall hin. Das ist nicht nötig. Wir bleiben hier. Wir bleiben, wo wir sind. Wir könnten den höchstens irgendwo hinziehen, wenn wir befürchten, dass uns ein Flugzeug angreift. Wir könnten einen hier, falls von links ein Flugzeug kommt, hier drüber ziehen, dass Feindflugzeuge, feindliche Jäger abgewehrt werden. Sowas in der Art, das können wir machen. Ja, das können wir machen. Dann schicken wir den hier hin. So, das war alles, was wir diese Runde ziehen können.
Ja. Ja, das war alles. Eine Runde weiter und schauen, was passiert. Gar nichts. Ist überhaupt nichts passiert. Interessant. Jetzt kümmert, aber jetzt müsst du doch hier reinkommen. Wie fit ist der? Hat 15 Trefferpunkte. Hat alles, was er braucht. Verschanzung ist ziemlich weit runter gebombt. Unterdrückungswert ist noch ein Zweier. Das heißt, wir gehen da jetzt rüber. Mit unserem strategischen Bomber. Der kommt nicht bis da oben hin. Und der kann noch nicht vorverlegt werden. Der Platz ist zu klein. Da müssen wir einen taktischen nehmen. Dass der am weitesten unten ist. Der kommt bis dahin nicht hin. Aber der käme dorthin. Jetzt fliegen wir mit ihm hier drüber. Vorhin einmal. Wow. 7 Unterdrückung, vorhin ein zweites Mal. Ja. Unterdrückungswert 9 und jetzt kommen wir auch rein, aber nicht mit einem Panzer. Ja, wir können das mit dem Brückenpionier machen. Noch besser geeignet wäre natürlich hier so ein normaler Pionier. Das können wir schon mal machen. Wir können auch, ja, so machen wir das. Wir ziehen hier schon mal Panzer ab. Obwohl ein Angriff reicht. 4 Punkte abgezogen, es sind noch 14. Ich ziehe. Ich mache dem mal Platz. Ich ziehe mit ihm schon mal hier rüber. Können auch hier schon mal angreifen. Das ist die eine Pioniers-Einheit. Und die kann von hier aus angreifen. Einmal Attacke. Ja, flüchtet jetzt bereits aus der Stadt raus. Alles gut gemacht. Jetzt können wir mit dem Panzer nachsetzen. Die Stadt einnehmen. Jetzt haben wir noch 2 taktische Bomber. Der kommt dorthin und der. Was ist wichtiger? Hierhin. Und nochmal. Ja. Jetzt bleiben hier nur noch 2 Punkte übrig und jetzt können wir sogar beginnen, unsere Jagdbombe einzusetzen. Der kommt bis hier hin. Na, das reicht aber nicht aus. Dann setzen wir hier doch nach mit dem Krat. Kommt das Krat bis dahin? Ja. Oh, das ist gut. Ja, weg. Jetzt bleibt übrig an Zielen noch 6 Hexfelder, die wir einnehmen müssen. Und zwar das in der Mitte hier, die 4 in Leningrad und das hier, das auf dem Weg sich befindet. 1200 haben wir geschafft, 30 haben wir Zeit. Das sollte eigentlich ein Klack sein. Denke ich mal. Mal gucken. Welche Flugzeuge können wir noch einsetzen? Den strategischen Bomber können wir noch einsetzen. Bis hier oben hin kommt er nicht. Das heißt, wir können ihn sowieso am effektivsten setzen mit den hier unten ein. Zwölf Trefferpunkte, 6 Unterdrückung, 9 Trefferpunkte, ja, der hat sich mit Prestige wieder hochgelevelt hier. Deshalb kommen wir da nicht rein. Dann bleibt uns, wir können angreifen und ihm wieder Punkte abziehen, aber irgendwie auf Dauer kommen wir hier nicht rein. Der wird halt immer wieder nachverstärkt. Der Feind gibt seinen Prestige hierfür aus. Was wir auch machen können, selber Prestige in die Hand nehmen und sagen, uns verstärken. Dann kriegen wir nächste Runde hier auch mehr abgezogen. Vielleicht kriegen wir
Aber ich bezweifle, dass wir mit nur einer Angriffseinheit den überhaupt klein kriegen. Trotzdem, wir gehen mal auf Verluste ersetzen. Sind wir wieder bei 15 und nächste Runde kümmern wir uns dann um alles Weitere. Genau. So machen wir das. Sollten wir hier noch angreifen und schauen mal, ob wir dort oben noch ein Flugzeug haben, was dort eingesetzt werden kann. Wir haben einen taktischen Bomber noch, der kann da oben nicht mal eingesetzt werden. Wir könnten noch einfache Jäger oben einsetzen. Und zwar den hier sinnvollerweise. Das können wir machen. Er sorgt für etwas Unterdrückung. Naja, besser als nichts, ne? Kassiert selber Unterdrückung, das kann es aber egal sein. Und der hat jetzt... Ja, das hat überhaupt gar nichts gebracht. Wir sollten uns überlegen, anzugreifen. Wir nehmen... können wir noch einen Panzer bis da... Ja. Yeah. Ach, Punkte hat das gekostet. Und jetzt können wir hier rein und diesen Flug... Können wir nicht... Wir können den Flugplatz nicht einnehmen. Bis dahin kommen wir nicht mehr rein. Aber das war schon mal sehr gut. Der kann vorziehen, aber wenn er hier reinzieht, ist er im Opel Blitz noch drin. Das ist mir zu riskant. Wir ziehen bis hierhin vor. Warten hier ab. Den könnten wir aber, wenn wir noch ein bisschen Jagdkapazität haben, vielleicht hier killen. Reicht nicht. Ganz knapp kommen wir da nicht hin. Doch, mit dem. Weg. Fujikato. Sehr schön. Klasse. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr gut. Was gibt es hier noch zu ziehen? Die haben alle schon... Nee, die haben noch nicht gezogen. Ach, wir hätten den Wurfrahmen auch noch eins. Der Wurf, die Artillerie kann ja rein, aber ich weiß nicht. Wenn der Artillerie das besetzen, dann wird die von der Gegenseite angegriffen, aber wir hätten den schon mal klar, ne? Das bringe ich nicht. Wir könnten immer schon mal... Hey, wir könnten schauen, ob die uns von Volkhoff aus angreifen. Sag mal, wie ist das denn, wenn wir hier den einsetzen würden, den Flugplatz, lieber Panzerkorps 2, Veteranen dann drüben, wenn wir hier mit einer Artillerie oder mit welcher Einheit auch immer hier den Flugplatz einnehmen und wenn diese Infanterie hier in Volkhoff uns dann beim Rundenwechsel angreifen würde, würden die dann Verstärkung verlieren oder bliebe deren Verstärkung erhalten? Also ich habe im Kopf, dass es so ist, dass die dabei nicht Verstärkung verlieren, aber auch halt keine dazu gewinnen, sondern dass die Verstärkung bei plus minus null bleibt, wenn man aus einer Defensivposition heraus angreift. Ist das so richtig? Weil ich glaube, darüber hatten wir schon mal ein paar Streams zurück diskutiert. Das ist ja bei jedem Spiel, wird das anders gelöst. Bei Civilization werden die Verstärkungs- oder Befestigungspunkte futsch, wenn man einmal in die Offensive geht, erst wenn man auf der Stelle stehen bleibt. Aber ich glaube, das ist so geregelt, wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Es wird nicht mehr. Planet Coaster schreibt auch, die bleiben verschanzt, aber es wächst nicht an. Ne? Weil dann haben wir keine Motivation, die anzugreifen. Die sind beim Maximum an Verschanzung bei 10. Wir wären bescheuert, wenn wir die dann angreifen würden. Dann machen wir Folgendes. Dann, aber wir bieten... Ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Ich weiß, wie wir es machen. Wir bieten denen Ziele an. Das mache ich ja immer gerne. Wir ziehen mit einer Artillerie hier oben hin. Wir sagen denen... Put, put, put. Leckere, leckere Artillerie. Greif sie an. Warum geht das nicht? Ach, ich hatte mit der schon angegriffen. Hatte ich mit beiden schon Angriffe durchgeführt? Ja, ich hatte, wir hatten ja, dann ist das ja egal. Ach, trotzdem. Wir können trotzdem denen Ziele anbieten. Wir bieten denen hier ein Ziel an. Und dann bieten wir denen noch ein Ziel an. Und dann gucken wir mal, ob die sich das holen. Mal schauen. Weil wenn die rausziehen, ist die Verschanzung futsch. Und um die sich zu holen, müssen die ein Feld rausziehen. Die haben eine Reichweite von 1. Storm Eagle meint, es könnte klappen. Das höre ich gerne. Die Brückenpioniere. Ja, aber mit denen ziehen wir sicher nicht bis hier vorne hin. Aber bis hierhin können wir ziehen. Viel mehr können wir hier schon gar nicht mehr machen, ne? Nee. Hier haben wir mit allen gezogen. Hier unten wollten wir eine Runde aussetzen. Also langsam nähern wir uns bereits
nach Volkov, wenn Volkov erreicht ist, dann können wir uns überlegen, ob wir vielleicht beginnen einleiten, schon runterzuziehen nach Luga. Weil wenn wir zu früh einleiten hier rüberziehen von Kingisepp im Westen und von dieser Stadt im Osten nach Luga, dann kann es nur sein, dass in Novgorod und in Kingisepp die Hexfelder wieder von den Feinden besetzt werden. Da hätten wir nichts von. Das wäre mäßig clever. Das scheint mir noch ein bisschen früh zu sein. Aber wir könnten die natürlich schon ein bisschen weiter runterballern. Das könnten wir machen. Der hat schon gezogen. Wir haben hier einen taktischen Bomber und da einen taktischen Bomber. Das ist der obere. Ja, das ist der untere. Mit dem gehen wir hier rüber. Ach, das ist ein Storch. Entschuldigt bitte. Mit dem gehen wir hier rüber. Naja. Oh, das bringt richtig was. Kann sein, dass wir den geknackt bekommen. Das wäre sehr schön. Die Aufklärer, die wir beide haben, dann könnten wir schon ein bisschen Leningrad aus Baldovan. Ich glaube, das machen wir auch. Den ziehen wir mal hoch und ziehen. Ja, das müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir wollen ja auch nicht platt gemacht werden. Klares Wetter. Nächste Runde auch. Reichweite von 4 Feldern. WB, schreibt Storm Eagle, du musst die Einheiten um Leningrad langsam angreifen. So viel zum Thema schriftliche Kommunikation. Du musst sie langsam angreifen, kann heißen, greif sie langsam an. Brauch mehr Runden dafür. Oder es kann heißen, greif sie mal langsam an. Das könnte heißen, gib Tempo. Vielen Dank für diesen sehr eindeutigen Tipp von dir oder diesen Wunsch, Storm Eagle. Das ist meine große Hilfe. Also, wir gehen hier mal ein bisschen erkunden. Die Frage ist, wo fliegen wir hin, ohne dass der uns abgeballert wird? Ich flieg mal. Ach komm, das ist doch nur ein Aufklärer. Wir schicken den einfach in die Mitte drauf. Oh lala. Einmal Infanterie. Zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal. 9 Infanterie, alle total verschanzt. Ich glaube, ich greife sie nicht langsam an. Ich mache es lieber so, dass ich sie mal langsam angreife. Ja. Schaffen wir aber. Kriegen wir alles schon hin. Im Notfall hilft der Heilige. Das kriegen wir alles schon hin. So. Dann haben wir hier noch einen taktischen Bomber hier unten. Aber oben wissen wir jetzt Bescheid. Also wenn das hier wirklich so schwer ist. Wie viel, dann ziehen wir eventuell noch einen Pionier rauf. Wir haben hier oben nur einen Brückenpionier und 2 Pioniere. Dann schicken wir den auch noch rauf. Weil das dauert mir zu lange. Das machen wir über Eisenbahn, damit das schneller geht. Weil der braucht sonst ewig und 2 Tage. 3 Tage, 3 sogar, glaube ich. So, der ist der Zug, aber ich glaube, der kann mit dem Zug in dieser Runde noch nicht fahren, ne? Der müsste aber nächste... Ist das hier überhaupt eine Eisenbahnverbindung? Ist das Eisenbahn? Ja, das ist gar keine Eisenbahn, das ist eine Straße. Ach, wie doof, Shop. Nee, das ist eine Straße. Der kommt ja gar nicht zu. Und hier rüber, das ist Eisenbahn, die führt ins Nichts. Wir kommen da gar nicht hoch mit der Eisenbahn. Na, dann können wir das auch wieder zurück machen. Ja, dann halt so. Eventuell ist das hier links sogar der schnellere Weg. Aber einen Panzer lasse ich hier. Weil ich riskiere mal was. Das ist jetzt echt riskant gedacht. Ich ziehe den auch noch hoch. Ich setze darauf, dass diese 3 Einheiten hier
Zwei Panzerabwehreinheiten, ein Geschütz, eine Artillerie und ein Pionier im Alleingang diese Stadt hier erobert bekommen. Das ist jetzt die super Spekulation. Ich setze an. Das ist echt eine sehr riskante Spekulation. Ich ziehe hier den Panzer noch ab. Denn wenn am Schluss alle Truppen kurz vor Ende hier oben stehen und Leningrad ist eingenommen worden, wir können das letzte Feld hier unten nicht holen, weil wir einfach zu schwach waren, sehen wir ganz alt aus. Sehen wir etwa so aus. Das wollt ihr nicht. Aber ich riskiere es. Wir gehen das Risiko ein. Wir ziehen den Panzer. Den kann man hier oben rechts rumschicken. Der ist ja fix unterwegs. So machen wir das. Ernsthaft. So machen wir das. Nee, den schicke ich unten rum. Den schicke ich sogar hier rum. Vielleicht können wir da Leute rauslocken oder so. Das war es in dieser Runde. Eine Runde weiter. Ob das gut geht. Ob das gut geht. Ob das gut geht. Ich habe keine Ahnung. Der Feind sieht. Und macht nichts. Feind hat nichts gemacht und wir versuchen uns über Volkov Richtung Leningrad vorzubuddeln gegen eine riesige Übermacht von Infanterie und hoffentlich klappt das. Toi, toi, toi.